schon, lad jetzt unser Spiel herunter. Sammle die Äpfel und kreiere deinen eigenen Schneewittchen-Stil. Cinderella fiel in einen tiefen Schlaf, nachdem sie den Keks von Rosa und Sarah gegessen hatte. Cinderella! Oh, guck, sie öffnet die Augen. Was ist los? Cinderella, du bist wach. Juhu! Ich bin auch froh, euch zu sehen. Warum diese begeisterte Reaktion? Wartet, warum bin ich auf dem Boden? Nun, ich muss dir was sagen. Puffo, Taco und Birdie erzählten Cinderella alles. Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben. Sie haben uns ganz schön ausgetrickst. Es tut uns sehr leid. Wir hätten ihnen den Feenstaub nicht geben sollen. Aber wir dachten wirklich, sie würden dich aufwecken. Deswegen haben wir ihnen den gegeben. Verzeihen, Cinderella. Oh, meine lieben Freunde, ich bin nicht sauer. Keine Angst. Aber diese beiden könnten den Staub für böse Zwecke verwenden. Wir müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Birdie, du kannst uns helfen, sie zu finden, weil du so schnell fliegen kannst. Sie können noch nicht so weit sein. Komm, Birdie, wir zählen auf dich. Zeig ihnen, wie es geht, Birdie. Birdie flog hoch den Himmel. Sie flog so schnell sie konnte und suchte nach Sarah und Rosa. Jetzt habe ich euch, aber dieser Weg führt zu Fiona, der Hexe. Warum sollten wir dorthin gehen? Ich muss zurück und den anderen sagen, dass ich sie gefunden habe. Birdie, hast du sie gefunden? Ja, das habe ich, Cinderella. Ich glaube, sie gehen zum Haus von Fiona, der Hexe. Aber, wir gehen dort nicht hin, oder Cinderella? Keine Sorge, mein lieber Pofu. Mit mir seid ihr sicher. Wenn du das sagst. Kommt, auf geht's. Ich will nicht nörgeln. Aber ich bin erschöpft. Wie weit ist es? Wir haben es fast geschafft. Aber ich kann dich tragen, wenn du müde bist. Wirklich? Vielen Dank, Cinderella. Das muss Hexe Fionas Hütte sein. Kein Grund zur Sorge, Pufu. Wie ich sagte, bei mir seid ihr sicher. Kommt, lasst uns hineingehen. Sarah, Rosa, seid ihr da? Ich denke, sie sind nicht hier. Wir sollten gehen. Ich bin sicher, dass sie hier sind. Der Weg führt nur hierhin. Gut, dass du dich noch einmal versichert hast, weil wir wirklich hier sind. Rosa, du musst mir den Staub zurückgeben. Und warum sollte ich das tun? Sieh mal, wenn du den Staub für etwas Gutes einsetzt, wirst du belohnt. Aber wenn du es für etwas Böses einsetzt, wirst du bestraft. Du bist witzig. Denkst dir diese Geschichten aus, damit wir den Feenstaub zurückgeben? Nicht wahr, Sarah? Genau. Aber es stimmt. Ich lüge nie. Bitte hör auf, Cinderella. Und gib ihr den Staub wieder. Niemals. Im Staub sind jetzt noch andere Dinge.
Es wird nie funktionieren. Oh nein! Was hast du hineingetan? Kommt schon! Wo wäre da der Spaß? Ihr werdet sehen. Was hast du mit ihnen gemacht? Puffu, Taco, Birdie, geht's euch gut? Sie können dir nicht antworten, Cinderella. Du wirst nie verstehen, was sie sagen. Was meinst du? Freunde, bitte sagt etwas. Was ist das? Ein Umkehrstaub. Was? Gib es mir jetzt! Gut, mit diesem Staub werde ich verstehen, was meine Freunde sagen. Du wirst ihn nie kriegen. Sie kann uns nicht mehr verstehen. Und wir auch nicht. Falsch, Kumpel. Ich kann dich verstehen. Hurra! Wo kam dieser Umkehrstaub her? Das ist das Haus von Hexe Fiona. Und sie ist eine Freundin von mir. Das muss ihre Art sein, uns zu helfen. Da habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Es stellt sich heraus, dass Hexe Fiona eine gute Hexe ist. Rosa, Sarah, warum habt ihr das getan? Weil wir es satt haben, dass alle deine Freunde sind. Alle lieben dich. Aber wir, im Gegensatz, haben keine Freunde. Wenn ihr Freundschaften schließen wollt, müsst ihr nett und ehrlich sein. Ihr werdet keine Freunde finden, indem ihr Böses tut. Sie hat wieder recht. Komm, Sarah, lass uns hier raus. Was ist das? Dieser Besen hängt an meiner Hand. Oh nein, ich kann ihn auch nicht abziehen. Ich habe euch gesagt, dass der Feenstaub Folgen hat. Sieht so aus, als würde eure Strafe das Reinigen dieses Ortes sein. Nein, auf keinen Fall. Es zwingt uns zu wischen. Meine Arme tun jetzt schon weh. Cinderella, Hilfe! Ich will nicht mehr putzen. Ich mache, was du willst. Sie bereuen ihre Taten, aber ich kann diesen Fluch nicht beenden. Sie haben aber gute Arbeit geleistet, das Haus zu putzen.